Wir kommen jetzt zur Runde, die sich vor allen Dingen mit dem Bauvorhaben in der Nachnutzung am ehemaligen oder noch fungierenden Flughafen Tegel beschäftigt. Und da wollen wir den jetzigen Planungsstand ins Auge fassen und genau darlegen, was eigentlich da kommt. Was auf jeden Fall kommt, das gehen wir mal als gesetzt an, sind die Bagger. Und zwar ab Sommer 2021 und mindestens 5000 Wohnungen sollen gebaut werden im sogenannten Schuhmacherquartier. Wie das aussehen wird, was da gestaltet werden muss und was berücksichtigt werden kann, konnte und vielleicht auch noch wird, wollen wir in der nachfolgenden Runde klären. Und ich begrüße dafür sehr herzlich Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Katrin Lomscher ist bei uns. Sie hat nicht nur Architektur und Bauwesen in Weimar studiert, sie ist auch ausgebildete Bauarbeiterin, kennt also das Geschäft und packt jetzt mit an. Herzlich willkommen, Katrin Lomscher. Hallo. Grüß dich. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, nehmen Sie einfach diesen hier. So, bei uns ist Snezana Michaelis. Sie ist im Vorstand der GEWOBAG. Sie bewirtschaftet über 75.000 Mieteinheiten in Berlin. Bis 2026 sollen über 10.000 Wohnungen neu gebaut werden. Dabei gibt es auch smarte Technologien. Beispielsweise vor 2 Jahren installierte die GEWOBAG an einem Wohnhochhaus in Spandau probeweise Windrail-Module, die aus dem Luftstrom an der Fassade elektrische Energie gewinnen. Jetzt wird sie zu uns gewählt. Herzlich willkommen, Frau Michaelis. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit genommen haben. Hallo. Bei uns ist Christoph Beck. Er ist im Vorstand der DGWO. Diese bewirtschaftet über 75.000 Wohnungen in Berlin, Tendenz steigend. Und Ziel der Deutschen Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus ist seit 1924, die Wohnungsfrage soll sozial gelöst werden und für die breite Masse sollen bezahlbare Unterkünfte entstehen. Das klingt auch 100 Jahre später noch sehr modern. Herzlich willkommen, Herr Beck. Hallo, grüße Sie, Tagchen. Ein Stuhl ist noch frei und Herr Boutelier muss sich, glaube ich, einen Stuhl mitbringen, wenn ich das richtig sehe, oder? So, Maren Kern ist seit 2009 im Vorstand beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Seitdem hat sich der Wohnungsmarkt stark verändert und wenn sie eine Veranstaltung beginnt, kann sie mit Fug und Recht sagen, wir bauen, wir sind die Guten, sie ist eine Gute, ja, es bekommt Maren Kern. Hallo. Hallo, grüß Sie, Tag Frau Kern. So. Herr Philipp Boutelier, den darf ich auch zu uns bitten, den Geschäftsführer, tatsächlich der Tegel Projekt GmbH. Und wir fangen vielleicht mal an, lieber Herr Boutelier, mit der Frage, wo stehen wir und wo geht es vor allen Dingen lang? Also, was ist der aktuelle Planungsstand? Gut, wir haben die Zeit gut genutzt. Wie Sie alle wissen, läuft die Planung des Schuhmacherquartiers der Urban Tech Republic ein bisschen hinterherzeitlich. Wir haben später angefangen, aber holen jetzt kräftig auf. Und für die, die es nicht so richtig verorten können, hier nochmal die Übersicht. Sie sehen dieser kleine rote Zipfel da, 50 Hektar Planungsgebiet, ungefähr 48 präzise. Auf denen sollen ungefähr, jedenfalls mindestens 5000 Wohnungen gebaut werden. Es ist geplant als ein ökologisches und soziales Modellquartier. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich noch. Es gab einen Wettbewerb, einen städtebaulichen Wettbewerb. Und hier sehen Sie grob schon mal eine leichte Weiterentwicklung des Wettbewerbsergebnisses. Und was Sie hier sehen, ist einmal die Wohnnutzung in Blau. Und wir haben von Anfang an mitgedacht, natürlich soziale Infrastrukturen, einen großen Schulcampus, also nicht getrennte Schuleinheiten, sondern alles zusammen, einen großen offenen Bildungscampus. Auch das wird gleich nochmal Thema werden. Was Sie dort auch sehen, sind Mobility Hubs. Das sind diese roten Punkte rundherum. Das sind Quartiersgaragen, also Hochgaragen, auch dazu kommen wir gleich nochmal, weil, und das sehen Sie jetzt auf diesem Bild, das Quartier autoarm sein soll. Autoarm heißt, Sie können zwar durchfahren, also so rein und wieder raus, also nicht queren, rein und wieder raus, aber Sie können nicht parken, sondern Sie müssen Ihre Autos wegparken in diese Garagen und das hat den enormen Vorteil, dass die Straßen plötzlich wieder ganz normale Spielstraßen werden können, dass sich Menschen dort bewegen können und die werden auch in der Gestaltung entsprechend attraktiv. Es werden Grünräume, es werden Begegnungszonen, jetzt nicht unbedingt das, was Sie vielleicht aus der Maaßenstraße noch erinnern, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. So. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Wir gehen nämlich davon aus, vorhin hatten wir das Urban Tech und das Smart City Panel, Sie erinnern sich, wir haben viel über Elektromobilität geredet. Wir gehen natürlich davon aus, dass ab Mitte der 20er Jahre die meisten Fahrzeuge Batterien an Bord haben, größere oder kleinere.
Und wir gehen zweitens davon aus, dass sie ihre Fahrzeuge gar nicht mehr so schrecklich häufig benutzen werden, dass die also ganz viel da rumstehen werden in diesen Garagen. Und deswegen, wenn sie dort ein Auto parken möchten, müssen sie auch einverstanden sein, dass wir ihre Batterie zur Zwischenspeicherung benutzen. Das werden dann unsere Stromspeicher für die im Quartier erzeugte Energie. Das ist also eine von diesen vielen, wir haben viel über Technologie gesprochen vorhin, das ist eine von den Lösungen, wo wir sagen, warum nehmen wir nicht eine bestehende Infrastruktur und nutzen sie mehrfach auf verschiedene Arten und Weise, und das ist eben einer von diesen Ansätzen. Ein zweiter Aspekt, der ganz spannend ist bei der Planung, ist, dass es das sogenannte Schwammstadtprinzip umgesetzt wurde. Klingt ziemlich grässlich, finde ich, Schwammstadt, aber hat sich als Fachterminus durchgesetzt. Ist im Englischen übrigens auch nicht besser, Sponge City, denke ich mal an SpongeBob. Aber was es heißt, ist super, nämlich dass jeder Regentropfen, der fällt, im Quartier gehalten wird. Es gibt also keinen Regenwasserabfluss mehr. Und dafür gibt es ganz viele Retentionsflächen im öffentlichen Raum. Die Dächer halten das Wasser zurück. Es wird genutzt für die Klimatisierung, für ein sehr grünes Umfeld. Und das ist in dieser Größenordnung so auch noch nicht gemacht worden. Also Sie haben es schon ein bisschen mitbekommen, auch in der vorherigen Veranstaltung. Wir schmeißen immer so ein bisschen mit Superlativen um uns, aber es ist halt einfach groß, das Ding. Und die Ansprüche sind natürlich auch hoch. Jetzt kriegen Sie ein paar gestalterische Eindrücke, halten Sie sich nicht zu sehr daran fest. Es gibt noch keine Architektur. Also das sind jetzt wirklich nur so Beispiele, wie es aussehen könnte. Also vergessen Sie die Bilder am besten ganz schnell wieder. Aber so der Eindruck, den können Sie durchaus mitnehmen. Es soll nämlich alles ganz fürchterlich grün werden. Sie sehen hier schon den grünen Radwegestreifen. Auch das ein Novum, dass Radwege jetzt grün sein dürfen in Berlin. Überall viel Grün, ein riesiger Park in der Mitte, das ist das zentrale gestalterische Element, so ein bisschen Hyde Park-mäßig oder Central Park-mäßig. Was Sie auch sehen an diesen Bildern, ist nicht nur die ganzen Solaranlagen und so, sondern dass die Fassaden sehr grün sind. Also Fassadenbegrünung in einem starken Ausmaß wird Bestandteil des Ganzen. Hier sehen Sie es nochmal etwas stärker. Und wenn wir jetzt mal so einen Quartiersplatz uns angucken, die Kollegen von Machina haben das ganze Wochenende durchgearbeitet, um uns mal ein Rendering zu ermöglichen, so einen kleinen Flug durch diesen Quartiersplatz. Und jetzt, da haben wir es auch, wunderbar, es funktioniert. Wow. Sie können es auch von da sehen, nicht auf dem Bildschirm. So könnte also so ein Platz aussehen. Da sehen Sie schon unsere schönen neuen Laternen, die wir designt haben. Ganz viel Grün, lauter glückliche Gesichter. Und bitte vergessen Sie die Architektur. Was? Es gibt noch keine Architektur dazu. Aber dass Sie mal so einen Eindruck bekommen, wie sowas aussehen kann. So, am Anfang dieses Planungsprozesses stand die Überzeugung, dass wir hier eine ganz herausgehobene Verantwortung haben. Und in Senatorin Lomscher und Senatsbaudirektorin Lüscher haben wir große Freunde und Fans dieses neuen Ansatzes gefunden. Und wir haben eine Charta entwickelt gemeinsam. In dieser Charta haben wir die Leitlinien der Entwicklung festgehalten. Und das sind im Wesentlichen das, was Sie hier in diesen Punkten sehen an Wand. Es geht um urbane Lebensräume, es soll also eine soziale Mischung sein. Es geht um Kleinteiligkeit, es geht um städtisches Leben. Das muss man auch auf der planerischen Ebene schon festhalten, verankern in der Planung, sonst kriegen Sie es hinterher nicht hin. Wir wollen eben nicht, dass die Immobilienwirtschaft übernimmt, sondern dass es vom Menschen her gedacht ist, das Ganze. Es soll Wohnen für alle sein. Der Anteil geförderter Wohnungen ist hoch. Etwa die Hälfte der Wohnungen wird von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften realisiert, mit einer Förderquote von 50%. Die mietgebunden sind, und die andere Hälfte, die von Genossenschaften, Kooperativen, Baugruppen etc. Gebaut werden sollen, da beträgt der Anteil 30%. Dann der nächste Planungspunkt ist Stadtgrün und öffentlicher Raum. Sie haben es eben schon gehört, nicht? Überall grün, ganz viel. In meinem vorherigen Vortrag habe ich bereits gesprochen von der Versöhnung von Stadt und Natur und Mensch, dass wir das wieder zusammenbringen wollen. Das setzen wir hier um in der Form. An ganz vielen Stellen die offene Bildungslandschaft habe ich vorhin schon erwähnt mit dem großen Bildungscampus. Also nicht mehr Primärstufe, Sekundarstufe getrennt in verschiedenen Schulen. Die Grundschule hier, die weiterführende dort, sondern alles auf einem großen Campus. Bis hin zu Volkshochschule und Kita, also dass ich von der Krabbelgruppe im Prinzip bis zum Grab, hätte ich jetzt fast gesagt, aber bis ins hohe Alter auf diesem offenen Gelände eben lernen können.
Über die wassersensible Planung haben wir schon gesprochen. Da sind wir jetzt ausnahmsweise mal mit der Wasserverwaltung auch einer, der Wasserschutzverwaltung einer Meinung gewesen, sonst reiben wir uns eher. Hier war es wirklich ein ganz tolles Miteinander. Die Mobilitätsgarantie ist wichtig. Wir haben überall Leihfahrradstationen, Cargo-Bikes, dass sie ihre Einkäufe auch hin und her bringen können, etc. Und Kommunikation, Partizipation und Transparenz. Das hier ist Bestandteil des Ganzen. Wir haben auch ein großes ISEC-Verfahren gemacht, also mit der ganzen, mit den umgebenden Kiezen. Wir sind in die Kieze reingegangen, haben dort mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammengearbeitet und geguckt, was können wir denn eigentlich noch machen, um die Anbindung zu verbessern, um das Umfeld auch zu verbessern, was brauchen wir noch an sozialer Infrastruktur etc. Und natürlich, dass wir immer wieder mit den Planungsständen nach draußen gehen, wie auch hier Anregungen aufnehmen, die in den Planungsprozess einfließen lassen und dann entsprechend weiterentwickeln. Das sind die wesentlichen Leitlinien und auch das wieder mit einem Comic kommuniziert. Da steckt viel von dem drin, was ich gerade berichtet habe. Wir haben gemerkt, dass in der öffentlichen Kommunikation Comics besser funktionieren als Renderings. Wenn Sie sich damit in Einkaufscenter stellen, dann haben Sie sofort, sind Sie sofort im Gespräch. Da bleiben Kinder stehen und quatschen und macht totalen Spaß. Wenn Sie mit einem Masterplan sich irgendwo hinstellen, das ist toll für Experten, aber nicht für die allgemeine Bevölkerung. Und deswegen benutzen wir eben auch solche Mittel. So, das ist von unserer Seite erstmal der aktuelle Planungsstand. Vielen Dank, Philipp Boutelier. Dankeschön, ganz herzlich. Ja. Danke. Also ich habe nur einen kurzen Blick ins Publikum geworfen. Also die gerenderten Bilder kamen schon sehr gut an. Das ist schon sehr traumhaft. Entschuldigen Sie bitte, dass ich der Ehre halber, eigentlich hätte ich mit Ihnen beginnen müssen, Frau Senatorin, Frau Lomscher, aber ich glaube, die Sachlage musste zunächst erstmal geklärt werden. Lassen Sie uns die Sachlage klären. Werden Sie auch hinziehen oder bleiben Sie da, wo Sie sind? Ja, wir bauen die Wohnung. Wir sind Mikrofon 7, bitte. Mikro 7? Mikrofon 7. Und passiert dann was? Ja, dann passiert was. Wenn Sie Mikro 7 sagen, dann passiert was. Das finde ich toll. Nein, ich habe eine Wohnung und wir bauen die Wohnungen für die, die eine Wohnung suchen. Und deshalb werde ich da vermutlich nicht hinziehen. Aber so wie es aussieht, könnte man sich es natürlich vorstellen. Es gibt einen Spezialbegriff, der mir immer wieder unterkommt. Es wird ein integriertes Quartier sein. Was heißt das? Na, integriert heißt nichts anderes, als dass man Dinge zusammendenkt, dass man eben nicht nur ans Wohnen denkt, sondern dass man auch an die Versorgung denkt, dass man die Mobilität mitdenkt, dass man Umweltaspekte mitdenkt. Also integriert heißt, verschiedene Aspekte zusammendenken. Und wenn wir Quartier sagen, dann heißt es, da wohnen sozusagen sehr unterschiedliche Leute, jung und alt, Familien, Singles aus Berlin oder von sonst wo, dass man tatsächlich eine sehr gute soziale Mischung auch hat, weil sonst wird sowas kein lebendiges Quartier. Als Mensch mit natürlich ausgeprägter Gier denke ich, warum denn, wenn es so schön wird, nur 5.000 Wohnungen, warum nicht 6 und nicht auch gleich 7.000? Wir brauchen doch tatsächlich jedes Jahr, je nach Jahr, wie man rechnet, zwischen 25.000, manchmal im Jahr des Flüchtlingszuzugs waren es 40.000, so viel werden es wohl aber demnächst nicht werden. Also 20.000, 25.000 neue Wohnungen braucht man offensichtlich. Also warum da nicht mehr gleich, wenn es denn so schön ist? Also man muss ein bisschen an die Planungsgeschichte zurückgehen. Ursprünglich waren nur 1.000 Wohnungen geplant und es war viel stärker die Ausrichtung auf Technologie, auf Wirtschaft, auf Gewerbe. Und die Umplanung, das Schumacher Quartier tatsächlich ein bisschen zu einer richtigen kleinen Stadt zu machen, ist schon eine Reaktion auf diese Frage. Und wir sind aktuell dabei, die Planungen auch nochmal zu überprüfen und zu schauen, ob und wie wir sozusagen noch ein bisschen andicken können. Weil richtig ist, wir brauchen jede Wohnung in Berlin. Es sind jetzt nicht 25.000 oder 30.000. Nach unseren Berechnungen liegt der Bedarf bei 20.000 jährlich für einen gewissen Zeitraum. Danach sinkt das wieder. Aber natürlich wären mehr Wohnungen okay. Aber wir wollen die Qualität, die hier gezeigt wurde, die wollen wir natürlich auch nicht in Frage stellen. Und deshalb muss man da sehr sorgfältig prüfen. Macht da das Projekt Smart City ist nicht eigentlich auch schwerer zu bauen oder ist es für Sie insgesamt leichter, weil Sie tatsächlich auch alle Nutzkriterien und auch sämtliche Gewerke beispielsweise besser unterbringen können? Na, Smart City heißt ja erstmal, dass man alles Gute und Schöne und Neue und Moderne in die Planung einbezieht, was im Zweifel erstmal nicht billiger wird bei der Errichtung und was die Planung auch ein bisschen komplizierter macht. Aber im Ergebnis bauen wir ja eine Stadt, die im 21. Jahrhundert und darüber hinaus Bestand haben soll und
Der Senat hat sich schon mit dem Stadtentwicklungsplan Klima 2016 verpflichtet, dazu das zu einem Modellquartier zu machen. Und deshalb müssen wir hier den höchsten denkbaren Standard anstreben und trotzdem die Balance zur Wirtschaftlichkeit nicht aus dem Auge verlieren. Mhm. Wir wollen hier 50% geförderten Wohnraum im städtischen Bereich. Und das sind dann auch tatsächlich Herausforderungen, die man dann auch finanziell bewerten muss. Mhm. Bleiben wir mal bei den Finanzen und gehen aber zu Frau Michaelis. Also wie können denn überhaupt die Ansprüche an bezahlbaren Wohnraum erfolgreich umgesetzt werden? Sie haben begrenzte Mittel, aber enormen Auftrag und müssen im Grunde genommen die Stadt retten, und zwar vor der Gentrifizierung. Also es ist in der Tat eine anspruchsvolle Aufgabe, an der wir tagtäglich arbeiten, und ich möchte an der Stelle nicht verhehlen, dass die Rahmenbedingungen, die wir aktuell vorfinden, nämlich die Tatsache, dass nicht nur wir neu bauen, sondern alle anderen eben auch bauen, also Stichwort Kapazitäten, Stichwort Verfügbarkeit von Grundstücken, die ganze Aufgabe ja noch zusätzlich anspruchsvoll machen. Und auf der anderen Seite stehen Vorstellungen des Gesellschafters, zu welchen Mietkonditionen nachher diese Wohnungen abgenommen werden können. Ich verschweige nicht an dieser Stelle, dass, wenn wir uns diese Entwicklung weiterdenken und wenn wir jetzt auch das Schumacher-Quartier in der Ausprägung denken, wie wir sie jetzt hier sehen, wir uns durchaus mit dem Land Berlin werden unterhalten müssen, wie das finanziell zu stemmen ist. Mhm. Weil wir reden jetzt hier nicht von, um es mal despektierlich zu sagen, quadratisch praktisch gut in Reihe gebaut, sondern wir reden hier schon von was außergewöhnlichem. Und entweder verständigt man sich darauf, dass wir sagen, es gibt eine Mischung, es gibt Punkte, an denen eine stärkere Ausprägung dessen da ist, was wir jetzt hier sehen, und das wird vielleicht auch noch von anderen Akteuren nochmal zusätzlich umgesetzt, also mit einer Akzentuierung. An anderer Stelle kann man das reduzieren, und im Zusammenspiel von beiden Dingen gibt es ja auch am Ende des Tages eine Mischung. Ja? Ich glaube nicht, dass im Ergebnis das Schumacher-Quartier so ein UFO sein wird, in dem alles andere völlig anders auch in der optischen Anmutung aussehen wird als im Rest der Stadt, wenn wir von Neubauquartieren reden. Also wir werden gucken müssen, was man neben den technischen Bedingungen, Philipp sprach schon an, dieser ganzen Retentionsflächen der Schwammstadt, das wird man nicht so sehr sehen. Das wird einfach was sein, was eine Eigenschaft dieses Quartiers ist. Aber am Ende des Tages werden dort Wohnungen entstehen, und deren Gesichter oder deren Kleider, die werden natürlich von außen unterschiedlich sein. Von innen werden die natürlich sich in irgendeiner Form replizieren, weil ich habe ja Grundstücke und Co. Beziehungsweise ich habe Anforderungen an Grundrisse für bestimmte Zielgruppen, die ich bedienen werde. Das klingt jetzt aber bei mir fast so, der ich schon kurz davor war, meine Wohnung in Charlottenburg zu kündigen, um dorthin zu ziehen, weil es so hübsch grün und so toll aussah, als ob es dann am Ende doch darauf ankommt, ob der Berliner seinen Balkon bepflanzt, wenn es grün werden soll, weil zu mehr reicht es dann doch nicht. Also wo ist denn sozusagen die Sollbruchstelle für Smart City? Also ich glaube, es wäre verkehrt, die Smart City an einer vertikalen Begrünung von Fassaden festzumachen. Ich glaube, das Zusammenspiel aus vielen Faktoren macht ein Ganzes draus. Und vielleicht ist es nicht die Notwendigkeit, seinen Balkon zu bepflanzen, um ein bisschen grün zu haben. Vielleicht ist es eine begrünte Dachterrasse, die allen Bewohnern zugänglich ist, die diesen Anspruch gleichermaßen erfüllen kann. Vielleicht ist es eine entsprechend gestaltete Außenanlage, die genau diesen Anspruch eben auch für die Bewohner erfüllt, weil es ja nicht zwingend nur darum geht, dass das Individuum jeweils an allem partizipieren kann in seinem eigenen kleinen Anteil, sprich Einheit Wohnung, sondern dass er sich in einem Quartier vorfindet, in dem er den Zugang und die Möglichkeit hat, alles in Anspruch zu nehmen. Mhm. Herr Beck, Sie sind quasi der zweite Bauherr. Na, Bauherr sind Sie ja nicht mehr. Also, wie nennt man es? Sind Sie Exekutive? Welche Funktion haben Sie? Sind Sie der Bauherr? Nein. Natürlich sind wir Bauherr. Ich dachte, das wäre die Politik. Nein, die Politik setzt die Rahmenbedingungen. Sie hat uns Ziele gesetzt. Am Ende sind aber die landeseigenen Gesellschaften schon diejenigen, die es umsetzen sollen, aber mit eigenen Investitionen, mit eigenen Maßnahmen und mit einer entsprechenden Eigenständigkeit, weil wir haben ja am Ende auch die Verantwortung der Investitionen, die wir tätigen. Wir haben Verantwortung für die Berlinerinnen und Berliner, deren Vermögen wir am Ende ja auch verwalten. Und das sind schon ganz schön viele Milliarden, die wir für die Berlinerinnen und Berliner verwalten. Treten Sie denn beide miteinander als Wohnungsbaugesellschaften in Konkurrenz und gucken, wer für das gleiche Geld am meisten rausholt? Oder ist das Komplex einfach so?
Also ich würde mal sagen, wir sind in freundschaftlicher Konkurrenz. Wir haben natürlich auch Situationen, in denen wir der eine besser sein will als der andere. Das ist ja auch das, was Konkurrenz ausmacht. Da befruchten wir uns aber auch gegenseitig in einem freundschaftlichen Austausch. Der eine kann das eine besser, der andere kann das andere besser. Und ich glaube, in dem auch schon heutigen Miteinander kommen wir doch gemeinsam zu echt guten Lösungen, die wir uns dann gegenseitig dann auch unterstützend zur Verfügung stellen. Und das wird in diesem Quartier, denke ich, auch eine Rolle spielen, weil ja hier sehr viel Innovation, auch smarte Innovation ist. Und dort haben auch schon heute die landeseigenen Wohnungsunternehmen unterschiedliche Schwerpunkte, in denen sie heute schon auch in diesen Themen sehr aktiv unterwegs sind. Welche Rolle spielt denn das Schumacher-Quartier aus Ihrer Sicht für den gesamten Städtebau? Ist es Role Model? Ist es Speerspitze der Bewegung? Also das Schumacher-Quartier wird mit 5000 Wohnungen schon ein wichtiger Standort für die städtische Entwicklung sein. Es ist vorgesehen, dass rund die Hälfte von 3 landeseigenen Gesellschaften investiert werden. Das bedeutet, für jede der ungefähr 800 bis 850 Wohnungen, und da muss ich jetzt mal sagen, das ist die Hälfte unserer vorgesehenen Jahresproduktion. Also es hat eine Bedeutung für uns, ist aber, sage ich mal, im Gesamtkontext, was auch von uns abgefordert wird, nur ein Baustein dessen, was wir für die Stadt leisten. Hier, denke ich, wird es sicherlich darauf ankommen, wie kommen wir in einer Kooperation mit den anderen vorgesehenen Bauherren, Baugruppen, Genossenschaften und andere Gruppen so gut voran, dass dieses Schumacher-Quartier möglichst synchron entsteht und dass es auch von der Baulogistik her am Ende ein einheitliches Bild abgibt und möglichst zum gleichen Zeitpunkt die Immobilien dann auch sukzessive fertig werden und nicht 10 Jahre in der Produktion dort wir verharren. Also ich habe gesagt, ich habe es nur zu Bob, dem Baumeister, gebracht. Weitergehen meine architektonischen Kenntnisse nicht, aber ich habe durchaus zur Kenntnis genommen, dass eine schöne Fassade sehr viel hermacht. Das interessiert Sie aber noch gar nicht so sehr, ne? Frau Michaelis-Beck, oder wissen Sie schon, das muss so und so aussehen, auf jeden Fall muss es da ästhetische Aspekte einbringen, oder kommt das wirklich ganz zum Schluss und die Frage interessiert nur jemanden, der einen Blick für Optik hat und sonst keine Ahnung? Also ich denke, es wird sicherlich in diesen Themen städtebauliche städtebaulichen Wettbewerb gab es ja, das heißt, die städtebaulichen Strukturen sind definiert, aber es wird sicherlich auch Architekturwettbewerbe geben, die dafür Sorge tragen, dass es eben nicht ein langweiliges, homogenes Quartier wird, sondern unterschiedliche Handschriften dieses Quartier gestalten. Und das ist gut umsetzbar. Die Kollegin als auch wir machen ja große Baumaßnahmen und dort haben wir auch in einem Quartier durchaus mit unterschiedlichen architektonischen Handschriften ein nicht langweiliges Quartier bauen wir, ja, also, und man ist schon erstaunt, wie schön sowas am Ende dann doch werden kann. Also, es freut mich, dass Sie auch noch Überraschungen erleben in Ihrem Beruf, wenn Sie erstaunt sind. Also, wissen Sie, haben Sie schon eine klare Vorstellung oder Sie lächeln so wissend? Ich habe eine ganze Menge Vorstellungen, aber ich glaube, es wäre verkehrt, wenn ich jetzt den Architekten, die nachher ihre geistige Handschrift, ob es jetzt in Form von Wettbewerb ist oder tatsächlich der Umsetzung einer Planung, denen vorwegnehmen oder diktieren möchte. Ich habe immer den Anspruch zu sagen, der Architekt muss vermitteln können, was sein Ansatz, was seine Idee für die Architektur war, was er damit transportieren möchte. Und natürlich muss das unsere Zustimmung finden, das ist völlig klar. Aber mir ist schon wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Akteuren ein Großes und Ganzes gibt, wo man sagen kann, ich habe eine gewisse Diversität. Ich empfinde das Ganze als abwechslungsreich. Ich empfinde es auch als nicht, sage ich jetzt mal, modern im Sinne von, es ist übermorgen nicht mehr modern. Wir sind Bestandshalter, ja. Das heißt, wir bewirtschaften Wohnungen für einen sehr, sehr langen Zeitraum, gerne auch mal 100 Jahre. Und wir müssen sicherstellen, dass dieser Wohnraum auch über diese Dekaden hinweg seine Nachfrager findet. Das ist wie bei jedem anderen Produkt am Ende des Tages auch, nur fürs Wohnen zählt es noch viel, viel mehr, weil natürlich die Setzung, die man zu Beginn vornimmt, wenn sowas errichtet wird, sehr viel länger trägt als jedes andere Konsumprodukt.
Ja? Und deswegen ist es schon wichtig, mit einer Sorgfalt und auch Liebe zu diesen Themen ranzugehen. Und wie gesagt, die Architektur, die spiegelt sich am Ende des Tages in der Hülle wieder. Also in Höhe, Breite, Länge, aber natürlich auch in Fassadengestaltung. Und da werden wir sehr, sehr sorgsam mit umgehen. Und auch in der Gesamtausrichtung. Auftritt Maren Kern, Vorständin beim, Vorständin sagt man nicht, Vorstand beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Sie fordern ein besseres Neubauklima für mehr bezahlbaren Geschosswohnungsbau. Ich glaube, Geschosswohnungsbau müssen wir erklären und aber auch die Frage stellen, ist das jetzt schon der richtige Schritt für ein verbessertes Neubauklima oder nur einer von vielen? Naja, das sind jetzt eigentlich zwei Fragen oder das sind zwei Antworten, die ich Ihnen jetzt darauf geben würde. Also zum einen ist es so, dass ich das wirklich als ein modellhaftes Quartier der Zukunft sehe und das könnte, denke ich mal, für Berlin ein Role Model werden, es könnte aber auch überregional ein Role Model werden. So ähnlich, wie wir das jetzt gerade in der Entstehung haben in der Nachbarstadt Potsdam mit Kramnitz, wo sie in der Planung schon ein bisschen weiter sind als hier. Und ich denke, es ist eine große Chance für Berlin, dass wir hier anders als an dem anderen Flughafen hier im Vorfeld eine Idee hatten, ein Konzept hatten, was dann zukünftig umgesetzt werden kann. Baukultur ist ja eben auch schon mal angesprochen worden, also wenn es eben um das optische Erscheinungsbild geht, dann spielt die Baukultur, eine zeitlose Architektur, denke ich, da eine ganz große Rolle. Ja, und das Neubauklima, das ist dann nochmal wieder was anderes. Das Neubauklima muss in der Tat in der Stadt verbessert werden, weil in vielen oder in den meisten Projekten, wo unsere Mitgliedsunternehmen aktiv sind, wo sie neu bauen, Genossenschaften wie Gesellschaften, aber letztlich auch Private, herrscht ein doch deutlicher Vorbehalt gegen die Wohnungen, die dort erstellt werden. Also unsere Unternehmen sind im Geschosswohnungsbau unterwegs. Das, was hier eben entstehen wird, also das jetzt nicht so typisch Geschosswohnungsbau, aber mehrere Wohnungen quasi übereinander gestapelt, das gibt den Geschosswohnungsbau. Und da stoßen unsere Mitgliedsunternehmen auf ganz starke Vorbehalte. Das führt in Teilen dazu, dass die Wohnungen nicht gebaut werden, gar nicht gebaut werden oder nur zum Teil gebaut werden, gegen viele Widerstände gebaut werden. Angesichts der Tatsache, dass wir aber für alle Berlinerinnen und Berliner, die jetzt schon hier wohnen, aber auch die noch dazukommen, neuen Wohnungsbau brauchen, ist es ganz erforderlich, dass sich hier dieser Grundansatz ändert. Und vielleicht an der Stelle nochmal Stichwort, Sie hatten das ja vorhin schon angesprochen, die Frage haben Sie mir nicht gestellt, stelle ich mir jetzt einfach mal selber. Sehr gerne. Ja, genau. Das freut den Moderator. Die 5000 Wohnungen, die hier entstehen können, wir haben von Anfang an gefordert, dass auf dem Gelände, also auf dem dann zukünftigen ehemaligen Flughafengelände, mehr Wohnungsbau entstehen müsste. Also wir sind in unseren Forderungen immer zwischen 10.000 bis 15.000 Wohnungen rangegangen. Und ich halte es auch für machbar, wenn man das in die zukünftige Planung mit einbezieht, weil hier ja noch sehr viel Grünfläche inkludiert ist, die wir im Umland von Berlin jetzt in einem großen Ausmaß haben. Mhm. Gibt es weitere Fragen, die Sie sich gerne selber stellen möchten hier in der Runde oder wollen wir kurz das Publikum, weil sonst würde ich tatsächlich noch, nein, das ist alles vollkommen opportun. Ich würde gerne die Runde eröffnen, weil vorhin musste ich es abbrechen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck waren. Gibt es Fragen an die Beteiligten hier auf dem Podium, außer ist noch eine Wohnung frei? Also Ihrerseits gibt es Nachfragen? Inhaltliche Art, der Herr dort im schwarzen Jackett, wenn Sie sich auch kurz vorstellen würden, es kann sein, dass es blau ist, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Das Jackett ist blau, ich bin Hardy Schmitz und habe eine kurze Frage. Wann wird die Politik die Entscheidung für die nahverkehrliche öffentliche Anbindung fällen? Darf ich fragen, wo Sie tätig sind? Ich bin Rentner. Ja, die Frage ging, glaube ich, an Sie. Also wir haben schon, wir haben die Politik gefragt, bin ich ja jetzt hier die Einzige auf dem Podium. Also es laufen derzeit verschiedene Machbarkeitsstudien zu diversen, auch U-Bahn-Verlängerungen, das ist ja auch eine Frage. Es gibt eine Variante, die sieht Straßenbahnerschließung vor. Derzeit ist der Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr in Arbeit. Also die Entscheidung darüber, was passiert, wird im Laufe des nächsten Jahres getroffen werden, wenn alle diese Dinge vorliegen. Mhm. Weitere Fragen Ihrerseits?
Ja, dort die Dame in dem blauen Schal. Eine Anwohnerin, die wir schon aus der ersten Runde kennen. Hallo, schön, dass Sie noch bei uns geblieben sind. Ja, gehen Sie ein bisschen dichter bitte. Meine Frage läuft darauf hinaus, das ist alles so schön und so neu und so toll. Was sagen denn die Leute in den alten Quartieren? Wie kommen die da hin? Warum sollte man jetzt aus Alt-Reinickendorf dahin gehen, um sich das alles anzugucken und zu sagen, oh, die wohnen aber schön und wir wohnen überhaupt nicht so schön? Also wie wird das die Verbindung zu den alten Quartieren hergestellt, aufrechterhalten? Soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es da Riesenstraßen, die dazwischen liegen. Also gibt es sozusagen binnentouristische Attraktionen innerhalb Berlins? Gerne. Ich greife das mal auf. Wir haben nämlich im Vorfeld ein sogenanntes ISEC-Verfahren durchgeführt. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Das ist ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Was wir gemacht haben, ist, dass wir nicht global-galaktisch, sondern wirklich Kiez für Kiez durchgegangen sind, haben in den Kiezen Veranstaltungen gemacht mit Bürgerinnen und Bürgern. Aus diesen einzelnen Veranstaltungen wurden dann auch Vertreterinnen gewählt, die dann sozusagen die Bürgerinnenvertreter hinterher waren in einem höheren Gremium. Und da gibt es auch eine ganze Menge Millionen zu verteilen. Und deswegen war das so hochattraktiv, dieses Verfahren. Worum geht es dabei? Genau um die Fragen der Anbindung. Wie können wir die alten Quartiere und das neue Quartier miteinander verbinden? Was können wir in den alten Quartieren, also nicht nur bei uns, sondern auch in den alten Quartieren verbessern? Brauchen wir da neue soziale Infrastrukturen? Gibt es alte Wegeverbindungen, die man reanimieren kann? Und die Antwort bei allen diesen Fragen war ja, gibt es. Und da wird eine ganze Menge investiert, um genau das sicherzustellen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, dort der Herr mit dem geringelten Pullover und danach erstmal der Herr mit dem geringelten Pullover und danach der Herr, den wir schon aus der letzten Runde kennen. Mein Name ist Klaus Morawski, ich bin auch Anwohner Reinickendorf an Tegel. Ich hatte mal die Frage zu der Präsentation, auch die hier ausgestellt sind. Uns als Reinickendorfer war zugesagt worden, dass die Sportanlagen in der Sternsiedlung da erhalten bleiben. Ich habe jetzt eine neue Schule gesehen, was sehr schön alt aussieht. Finde ich eine gute Idee. Aber erhalten der Sportanlagen für die Reinickendorfer Schulen, was bleibt damit? Dazu sage ich jetzt mal was. Also es gibt ja eine Sportanlage, die besteht, die in einer Variante sozusagen auch in einer sehr fernen Zukunft Teil des Schumacher-Quartiers werden könnte. Also ich sage es so vorsichtig, weil es ist ja auf dem Areal des ehemaligen Flughafens auch ein neuer Sportkomplex geplant. Und im Rahmen des Stadtumbaus, wo die Millionen fließen, die nach dem integrierten Stadtentwicklungskonzept sozusagen vergeben werden für Projekte, ist auch die Verbesserung der Sportflächensituation in den benachbarten Kiezen vorgesehen. Also da ist man ganz gut unterwegs. Wir haben uns jetzt entschlossen, für die Zukunft dieser Sportanlage in den Bebauungsplanverfahren in zwei Varianten vorzugehen und um auch herauszufinden, ist denn sozusagen die Verlagerung auf das Areal des ehemaligen Flughafens, ist das die Zukunftslösung, die alle gut finden, oder erhält man erstmal die Sportanlage Uranusweg und verbessert die Sportflächensituation in den benachbarten Quartieren? Mhm. Die nächste Frage kommt von dem Herrn aus der zweiten Reihe. Ja, nochmal mein Name Janasch aus der City Guinemer. Ich beschäftige mich seit 1993 mit dieser Nachnutzungsfrage, weil ich ja dort wohne und auch aus anderen Gründen. Und Frau Lomscher hat ja richtig darauf hingewiesen, dass der Stand der Dinge eigentlich 1000 Wohnungen im Kurt-Schumacher-Quartier waren. Das ist der Sachstand, das ist der gültige Masterplan. Und alle Beschlüsse, die in Reinickendorf gefasst wurden, beziehen sich darauf. Reinickendorf hat auch damals nicht dem Wettbewerbsergebnis zugestimmt. Und ich habe also große Schwierigkeiten, jetzt zu erkennen, dass mit diesen 5000 Wohnungen wirklich ein smartes, zukunftsweisendes Quartier entstehen kann. Wenn man sich den Gewinnentwurf ansieht, dann ist es eine sehr monotone Aufeinanderfolge von Blockrandbebauung mit sehr wenig Zwischenräumen, das heißt also eine sehr massive Bauweise mit 5 Geschossen. Ich habe mal nachgerechnet, wenn man das Märkische Viertel als Vergleich nimmt, dann haben wir dort die zweifache Wohnungsdichte als im Märkischen Viertel und das gilt ja nicht als besonders zukunftsweisend. Und ich würde mich auch nicht danach drängen, dafür 13 Euro eine Wohnung zu mieten,
Denn es gibt wirklich viele, viele Gründe dafür, dass eine neue Stadt mit 5000 Wohnungen an diesem Ort wirklich ein sehr erstrebenswertes Ziel ist für Leute, die ein ausreichendes Einkommen haben, um sich eine Wohnung zu leisten zu können. Es gibt 1000 Gründe eigentlich, die kann man jetzt hier nicht aufführen, stimmt, die durchaus kritisch zu betrachten sind. Und das ist vor 3 Jahren, als dieser Vorschlag von Herrn Müller und Lütke Daltrup kam, doch von 1000 auf 5000 Wohnungen zu erhöhen. Da war schon allen Beteiligten klar, das macht einige Probleme. Und ich habe auch bis heute noch von Frau Senatorin Günther keine Meinung dazu gehört, dass eigentlich dieses Terrain neben vielen anderen Gründen für das Stadtklima selbst von hoher Bedeutung ist. Ich könnte hier Einzelheiten aufführen, das würde zu weit führen. Jeder kann nachlesen, was die Senatsverwaltung 2009 in der Bestandserfassung für die Region formuliert hat. Und da ist eigentlich eine Bebauung in diesem Bereich aus stadtklimatischen Gründen ausgeschlossen. Und wir haben jetzt einen neuen Stadtentwicklungsplan Klima. Und dieser Stadtentwicklungsplan Klima steht schön auf dem Papier. Aber wenn dort so massiv gebaut wird, ja, dann ist das mit diesem Klimaplan nicht vereinbar. Das waren jetzt aus meiner Sicht zwar 26 Jahre Vorbereitung, aber trotzdem 3 Punkte. Vielleicht können wir die einzeln tatsächlich nochmal ansprechen. Vielen herzlichen Dank. Also den ersten Punkt, den ich gehört habe, ist tatsächlich nochmal Dankeschön. Den ersten Punkt, den ich gehört habe, die Bauweise betreffend, wird dann doch nur eine Betonwüste. Ich überspitze es. Also zunächst mal sind die 1000 Wohnungen sind nicht mehr Beschlusslage, sondern der Beschluss ist geändert worden. Es sind 5000 und ich habe auch gesagt plus x. Es wird geguckt, was man da noch sozusagen dazu bringen kann. Dass das stadtklimatisch nicht verantwortbar sein sollte, das teile ich explizit nicht, diese Auffassung. Weil wir haben auch in dem Gesamtprojekt entwickeln wir über 250 Hektar Parklandschaft. Und also es wird eine Fläche, die vorher zwar nicht bebaut war, aber de facto auch nicht nutzbar war und auch ökologisch nicht qualifiziert war, wird als grüne Infrastruktur der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch ein Mehrwert. Was das städtebauliche Konzept angeht, weiß nicht, ob man das hier nochmal zeigen kann. Das ist ja eine sehr robuste städtische Grundstruktur, die sich auch sehr bewährt hat. Man hat klar definierte Straßen- und Platzräume, man hat klar definierte halb private, halb öffentliche Hofräume, man hat private Freiflächen, man hat diesen innen liegenden Park, man hat eine große Durchlässigkeit in diesen Strukturen und man kann natürlich architektonisch sozusagen sehr viel Vielfalt erzeugen in diesen Strukturen. Also auch da würde ich Ihre Skepsis nicht teilen, sondern würde im Gegenteil darauf achten wollen, und das ist ja auch Teil der Charta, dass man im Rahmen der baukulturellen Qualität, die man anstrebt, eben auch wirklich auf wettbewerbliche Verfahren Wert legt, um hier eine vernünftige Architektur zu erzeugen. Aber ich glaube, große Bewunderung sowohl im Publikum als auch auf dem Podium für Ihre Sachkenntnis und die 25 Jahre, die Sie sich eingearbeitet haben. Ich würde gerne noch eine letzte Frage. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass noch so wahnsinnig viele kamen. Das ist richtig, dann haben wir auch nur 35 Minuten überzogen. Also das lag tatsächlich an den vielen Gesprächen, unter anderem auch an der Größe des Unterfangs. Ich möchte mich bei Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit, wir sind alle sehr davon angetan, mit welchem großen Enthusiasmus Sie Ihre Fragen gestellt haben an den jeweiligen Ständen, was immer so kam. Wir gucken gleich mal, ob Ihre Erwartungen erfüllt wurden. Aber erstmal möchte ich mich verabschieden von Frau Michaelis, Herrn Beck und Frau Kern. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Und wenn ich mal keine Fragen habe, dann weiß ich, an wen ich mich zu richten habe. Für die Nachnutzung des Flughafen Tegels sind wir 2 Stunden waren geplant. Wir haben ein bisschen überzogen zusammengekommen, auch dank Ihrer Interessenlage. Ich glaube, wir haben alle Punkte gestriffen, bis auf einen ist mir noch eingefallen. Ich habe meine ganzen Karteikarten nochmal durchwurstet. Wir haben noch nicht über Ihr besonderes Interesse an Erdgeschosswohnungen gesprochen. Wollen wir das auch noch ganz als krönenden Höhepunkt der Veranstaltung machen? Ich halte schon. Nicht Erdgeschosswohnungen, sondern Erdgeschossnutzungen. Also ich sage mal, das Besondere und das Städtische, und das merken wir überall, wenn wir mal in so Gründerzeitquartieren unterwegs sind, dass im Erdgeschoss eben auch andere Dinge sind als Wohnungen. Darum geht's. Und wenn man in Erdgeschossen Wohnungen macht, was auch an bestimmten Stellen sehr gut ist, dann sollte man dafür sorgen, dass die Leute eine eigene Terrasse haben. Also ich bin, was das angeht, komplett. Es bleibt für mich die Frage, was Sie mitnehmen. Herr Boutelier,
ein bis zwei Tage Vorbereitung für die Konferenz. Das war ein Scherz. Wie lange haben Sie daran gesessen an der Vorbereitung mit Team? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Kurz an Behende. Also nein. Was nehmen Sie mit drei heute? Monate. Was nehmen Sie heute mit? Ich habe mir das vorhin überlegt, weil es wirklich richtig viel war, was heute passiert ist. Und im Prinzip, also wenn der Nico Zimmer von der TSB jetzt hier eine sensorbasierte Zählung gemacht hätte, natürlich völlig anonym, dann hätte er wahrscheinlich gesehen, dass so, weiß ich, 631 Leute da waren oder so, wahrscheinlich 31 mehr als feuerschutzpolizeilich erlaubt. Und zum Glück hatten wir aber die Feuerwehr hier. Und der CFO, der Chief Fire Officer, Dr. Homrichhausen, der hat darüber gewacht, dass hier alles gut funktioniert. Und wenn die Feuerwehr dann, und das fand ich sehr schön vorhin, dass Herr Albarak auch da war, Professor Albarak, wenn die Feuerwehr dann autonom und elektrisch mit ihren Fahrzeugen durch die Stadt düst, dann denken wir natürlich an den Professor vom DAI über dem 17. Juni, wenn die Kinder von Ihnen, wenn sie zukunftssichere und spannende Studienplätze suchen, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Professor Gerber von der Beuth-Hochschule, die machen das ja alle. Und wenn Sie dann in 6 Jahren bezahlbare Wohnungen in einem spannenden und toll gestalteten Quartier haben wollen, hier sitzen die Ansprechpartner mit Snejana Michaelis und Herrn Beck. Und dann hatten wir den Andreas Irmer hier von den Stadtwerken und die Kollegen von der E.ON, die werden Ihnen dann nachhaltig die Füße wärmen mit lauwarmem Wasser. Wie Sie gehässigerweise bemerkt haben, das stimmt natürlich überhaupt nicht, es wird immer schön kuschelig warm sein, es sind noch Wärmepumpen dazwischen, aber jetzt wird es wieder sehr detailliert. Und dann gab es noch diese Zwischengespräche, also Staatssekretär Nägele war, glaube ich, im Interview und Frau Lüscher und Herr Nägele und Herr Farnhorn, die werden dann dafür sorgen, dass das alles smart geschieht und Hartmut Reubke war auch da von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Das Klima ist ja auch dazu gekommen und der wird dann für den fließenden Radverkehr im und den guten emissionsarmen Autoverkehr um das Schumacher-Quartier sorgen, mit einer super ÖPNV-Anbindung natürlich. Gernot Lobenberg von der EMO, der auch hier war, wird dann die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Nur Marin Kern, die wird dann weiter mahnen, dass es alles viel zu wenig Wohnungen ist und wir noch viel mehr brauchen. Also Sie sehen, das war eine gigantische Teamleistung, alles zusammen. Und ich möchte mich auch nochmal ganz doll bedanken, nämlich das war ein unglaublicher Aufwand. Sie haben es eben gesagt, das Orga-Team hat hier eine fantastische Arbeit geleistet. Es ist nichts schiefgegangen technisch, nur wir haben geschlampert, indem wir einfach überzogen haben und viel gequatscht, das mache ich jetzt auch schon wieder. Dann hatten wir hinten die Drone Masters mit ihrem Parcours, die Kollegen von Machina, die das tolle 3D-Modell gemacht haben, wenn sie da durchgegangen sind mit der Brille, die tollen Standpartner, die wieder mitgemacht haben dieses Jahr und natürlich unsere neuen Partner von der Club Commission, die die ganze Zeit die Beschallung gemacht haben. Die wollen also zukünftig nicht nur die Urban Tech Republic beschallen und mit einem Club beehren, sondern haben uns auch heute Abend hier unterstützt und werden das im Nachgang auch noch ein bisschen machen, beim geselligen Beisammensein. Danke Ihnen allen fürs Kommen und für die tolle Zusammenarbeit. Hat Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, Philipp Botelli. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Frau Lomscher, Mineralwasser, Weißwein, Bier, Fritz Brause. Rotwein, ehrlich gesagt, und ich weiß gar nicht, warum ich das Mikro nicht bekomme. Also wenn ich... Das erkläre ich Ihnen hinterher. Ich war ja jetzt nicht die ganze Zeit da, aber was mir wichtig ist, also es ist ein unglaublicher Schatz für die Stadtentwicklung, wenn man 600 Hektar Entwicklungsfläche bekommt und das in einer Zeit, wo wir eine dermaßen Dynamik haben und dass wir jetzt hier mal wieder ein Zeichen geben können, dass wir es tatsächlich ernst meinen, dass wir schon ziemlich viel vorbereitet haben und dass wir auf den Tag hinarbeiten und wir gehen davon aus, dass es im April 2021 sein wird, wo wir dann wirklich loslegen können mit ersten Bauarbeiten, mit Zwischennutzungen aller Art und dass man sozusagen hier den Nachweis erbringen konnte, dass es tatsächlich schon ziemlich weit gediehen ist und dass es offensichtlich auf Interesse stößt und überwiegend auf Wohlwollen. Das ist das, was mich freut heute. Und dann freue ich mich auf den Rotwein. Und auch da wird Ihnen das Rotweinglas gehalten, das ist ein Service des Hauses, geht heute alles aufs Haus. Mikrofon halten, Rotwein halten, alles auf. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Standortkonferenz zur Nachnutzung. Die Stadtentwicklungssenatorin Frau Lomscher und Dr. Philipp Boutelier. Es gibt Getränke, aber ich muss Ihnen auch sagen, länger als 22 Uhr ja, werden wir nicht uns zutoasten genau können, denn das muss auch alles wieder abgebaut werden. Also in diesem Sinne, wir sehen uns. Herr Boutelier, eine Frage noch. Gibt es noch eine weitere Standortkonferenz, bevor wir anfangen zu bauen? Oder? Ja, die wird es geben. Es wäre schön gewesen, wenn das die 10. gewesen wäre. Letztes Jahr mussten wir wegen des Volksentscheids einmal aussetzen. Aber ja, wir wollen nächstes Jahr noch eine machen. Und
Herr Dr. Homrichhausen hat uns vorhin eingeladen, das vielleicht bei der Feuerwehr zu machen. Mal sehen, wir werden es noch bekannt geben. Also, schönen Abend. Die Hütte brennt. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, bis später.